Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich rede heute ein bisschen mit euch und zwar werde ich mir dabei diesen Look schminken und mit euch ein bisschen über die banalsten Sachen reden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Video. Dann fangen wir einfach mal an. Einige haben sich bestimmt gefragt, wo ich in letzter Zeit war. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen kein Video mehr drehen können. Leider, obwohl ich es natürlich gerne gemacht hätte. Denn ich bin zurzeit im Praktikum und bin da halt quasi ziemlich strikt eingebunden. Ich mache mein Praktikum, wie einige vielleicht wissen, im Heim. Und da arbeitet man quasi den ganzen Tag. Und morgens ist es natürlich ziemlich schwierig, so früh aufzustehen, dass man noch irgendwie was schafft. Und wenn, dann versucht man halt die schulischen Sachen, die noch dazu kommen, irgendwie zu erledigen, damit man die schon mal fertig hat. Aber ich dachte mir, heute habe ich meinen freien Tag und dann muss ich mal wieder einfach ein Video drehen. Das fehlt mir halt natürlich auch. Mir macht es ja auch Spaß. Natürlich für mich dann auch ziemlich doof, wenn ich das, was mir Spaß macht, nicht machen kann für so einen langen Zeitraum, weil ich eben im Praktikum bin und das nervt mich halt auch ziemlich. Und wenn ich dann mal Zeit finde, dann gehe ich halt zu den Proben von der Band. Alle Links dazu sind unten. Da könnt ihr auch in meinen letzten Vlog so ein paar Ausschnitte von sehen. Ich werde euch auch wahrscheinlich mal wieder mitnehmen demnächst, um euch da quasi dann auf dem Laufenden zu halten. Das ist halt so vor YouTube noch, sage ich mal, meine Band. Die ist halt noch wichtiger, muss ich halt so sagen. Deswegen mache ich halt die Proben, ist ja klar. Praktikum ist mega anstrengend. Macht aber auch super viel Spaß. Aber ich muss sagen, wer überlegt, die Ausbildung zur Erzieherin zu machen, ist richtig, oder? Der sollte auf jeden Fall Spaß daran haben, also wirklich das vom ganzen Herzen machen wollen. Weil wenn man das nicht vom ganzen Herzen macht, dann kann das wirklich Horror werden, weil man halt so vieles macht und so viel arbeitet, ohne irgendwas zu bekommen, außer halt dann am Ende die Ausbildung sozusagen und Erfahrung. Aber ich meine, jetzt finanziell ist es natürlich eine Katastrophe irgendwie. Viele können halt BAföG weiterhin noch bekommen, aber man kann nicht nur von BAföG irgendwie leben. Vor allem, wenn man dann, ich bin jetzt 20, ich würde gerne auch mal ausziehen und natürlich ist das mir nach der Ausbildung auf jeden Fall möglich. Nur stellt man sich nach der Ausbildung erstmal die Frage, möchte man denn überhaupt dabei bleiben oder möchte man eine Weiterbildung machen? Möchte man studieren gehen? Das stellt man sich dann, diese Fragen, weil man natürlich nach der Ausbildung zur Erzieherin die Möglichkeit hat, danach weiter studieren zu gehen. Und ja, ich bin halt ein ziemlich fauler Mensch irgendwie, was so Lernen und sowas angeht. Aber zum Beispiel im Heim jetzt mache ich eigentlich einen ganz guten Job, finde ich. Finden auch meine Mitarbeiter, die sind eigentlich alle ziemlich zufrieden mit mir, was eigentlich dafür spricht, dass ich in diesem Beruf bleibe, weil es macht ja auch Spaß und ich schätze mal, es macht dann noch mehr Spaß, wenn man irgendwann auch damit seinen Unterhalt verdienen kann, sein Geld, weil jetzt gerade ist es halt immer noch ein bisschen schwierig, weil man halt nichts dafür bekommt und trotzdem genauso viel arbeitet wie die Mitarbeiter, die dann halt voll bezahlt werden, aber die mussten da halt genauso auch mal durch. Aber ich muss echt sagen, mir gefällt die Arbeit im Heim viel besser als im Kindergarten. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Zusammenleben mag ich lieber als dieser Kindergartenalltag, weil man kriegt dann halt viel mehr von den Kindern mit und hat auch viel mehr Möglichkeiten, was mit den Kindern zu machen, finde ich. Und kann die halt viel besser einschätzen irgendwann mit der Zeit, weil jedes Kind verhält sich natürlich irgendwie anders. Vor allem im Kindergarten ist es nochmal ganz anders eigentlich als im Heim, weil das Heim ist ja deren Zuhause und da kriegst du natürlich einen ganz anderen Einblick, wie das Kind sich verhält und so. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich gewesen. Ist irgendwie, also dieses Schminken und dabei reden ist echt schwieriger, als ich gedacht habe. Tut mir leid, wenn da jetzt mehrere Schnitte drin sind, aber irgendwie muss ich mich ständig dann auf meine Augen konzentrieren und dann muss ich noch weiterreden. Es ist nie so einfach, Freunde. Lasst euch das gesagt sein. Ja, ich habe übrigens ein neues Produkt. Das ist das Essence Eyebrow Gel Color and Shape. In der Farbe 01 Brown. Ich glaube, das ist die einzige Farbe. Und dies probiere ich zurzeit ein bisschen aus. Muss aber sagen, dass ich das zusammen mit dem Lidschatten hier für meine Augenbrauen verwende. Ich mag das halt irgendwie ganz gerne, wenn die Augenbrauen ziemlich
dunkel sind, weshalb ich eben so eine richtig dunkle Farbe auch verwende. Viele verwenden ja eine viel hellere Farbe irgendwie für die Augenbrauen, aber ich muss sagen, mir gefällt das besser, wenn Haarfarbe und Augenbrauen halt fast identisch sind, versteht ihr? Und so ohne Augenbrauenprodukt sind meine Haare irgendwie so nicht dicht genug und ich finde auch ein bisschen zu, ich sag mal, es sieht ein bisschen gräulich aus, ist aber nicht grau, sondern ihr wisst vielleicht, was ich meine, so ein undefiniertes Braun, Grau, keine Ahnung was. Und daher verwende ich gerne Augenbrauenprodukte, die wirklich meiner Haarfarbe entsprechen. Ihr seht, ich finde das Augenbrauengel eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Für den Preis vor allem, weil wenn man das vergleicht mit diesen Augenbrauengels, die 1 Milliarde Euro kosten, das ist es mir irgendwie nicht wert, das dafür auszugeben. Ich meine, ich finde Schminke toll und so, aber für manche Produkte, finde ich, lohnt sich das nicht. Sowieso gebe ich lieber Geld für günstige Make-up-Sachen aus, weil ich habe halt nicht so viel Geld zur Verfügung zum Ausgeben. Und wenn ich dann mal was Teureres habe, zum Beispiel die They Real Mascara, sowas wünsche ich mir dann halt einfach mal zum Weihnachten oder so von Geschwistern. Das kann man sich ja mal ganz gut schenken, weil einem ja sonst nichts einfällt, was irgendwie bezahlbar ist und man sich so wünschen könnte. Außer vielleicht ein Album, aber das Album, die Alben kaufe ich mir irgendwie mal direkt, wenn sie rauskommen. Ich kann halt nicht warten, Freunde. Zum Beispiel habe ich mir am Wochenende einfach mal 4 Alben gekauft. Einmal das Masimoto-Album, einmal das neue Matzen-Album, was ich auch schon kannte, aber gerne besitzen wollte. Und das neue Bring Me the Horizon-Album und das neue Bossa-Album. Die ersten 3 waren irgendwie voll günstig im Angebot bei Saturn für 6,99 und deswegen musste ich sie einfach alle mitnehmen, weil im Auto zum Beispiel höre ich eigentlich nur so originale Alben. Ich bin halt ein Mensch, der muss irgendwie, of course, die Musiker unterstützen, weil ich natürlich, da ich auch Musikerin bin, ein bisschen identifiziere, was sowas angeht und ich, ne, ihr wisst, was ich meine, die machen das ja auch nicht umsonst und deswegen hole ich mir das auch nicht umsonst. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, jetzt sind meine Augenbrauen eigentlich soweit fertig. Ich habe meinen Kamm Augenbrauenbürstchen leider da hinten liegen lassen an meinem Schminktisch. Aber da ist das Licht zu blöd, deswegen mache ich das immer hier. Ja, ich wandere dann immer mit meinem ganzen Kram. So sieht's aus, Freunde. Was mache ich denn? Lidschatten habe ich jetzt ein bisschen aufgetragen. Ist aus der Naked Basics 2 Palette. Mein Concealer war übrigens der Fit Me Concealer. Und Puder ist das Essence All About Matte Powder. In transparent. Jetzt mache ich mir, glaube ich, ein bisschen Bronzer. Da benutze ich momentan gerne den Terra de Sol in der Farbe. Stand doch irgendwie. Ach so. Ja, soll mal erstmal drauf kommen, dass hier die Nummer steht in der Farbe 2 oder in der Nummer 2. Und ich weiß nicht, das ist halt ganz leicht, ist halt wirklich bräunlich. Ich mache das nicht zum Konturieren, sondern einfach um ein bisschen so sonnengeküsstes Aussehen zu bekommen, weil ich finde, das passt ganz gut. Ich bin ja sowieso eigentlich ein eher dunkler Typ, finde ich. Oder wird mir auch gesagt so. Und deswegen benutze ich gerne Bronzer, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben. Ja, wer mag es nicht, ein bisschen gebräunt zu sein? Oder? Oder doch nicht? Okay, es gibt auch echt Leute, die sind wirklich ziemlich hell und finden das super toll. Aber ich glaube, mir wird das nicht so stehen. Beziehungsweise, finde ich, steht mir besser, wenn ich ein bisschen brauner bin, ein bisschen gebräunt. Ich weiß auch gar nicht, wo man sowas alles aufträgt. Ich trage das immer überall da auf, wo ich denke, kommt die Sonne als erstes immer hin. Bei mir ist immer die Nase braun. Dann hier die Wangen sind eigentlich überhaupt braun. Dann hier natürlich die Stirn oben. Kinn so. Fertig. Das war's. Mehr mache ich gar nicht. Obwohl, ja, so ein bisschen braun halt. Draußen ist richtig schönes Wetter momentan. Eigentlich richtig gut, um mal ein bisschen weiter für mein Video zu drehen. Da muss ich auch mal was erzählen. Also ich schneide ja jetzt schon einiges an dem Video und irgendwann hat man halt einfach so eine Phase, wenn man die ganze Zeit an dem Video schneidet, ich kann nicht mehr, weil ich einfach nicht zufrieden werde und das nervt mich. Mir fällt auch nichts mehr Neues ein. Irgendwie finde ich das so langweilig bis jetzt und ich bin halt da wirklich ziemlich eigen und perfektionistisch irgendwie, weil es gibt halt auch Videos, wo ich einfach schneide und denke mir dann irgendwann, jo, das kann man so nehmen, aber bei dem, es ist mir halt schon irgendwie extrem wichtig, dass es gut wird oder wenigstens einigermaßen gut wird. Ich denke auch, dass das machbar ist, aber momentan ist das noch nicht
so gut gelungen, leider. Jetzt benutze ich die The Real Mascara von Benefit, die ich eigentlich ganz gut finde sogar. Aber ich denke, einfach so werde ich sie mir nicht nochmal kaufen, weil ich finde, dafür gibt es auch wirklich gute schon in der Drogerie. Und es ist mir einfach zu teuer. Aber natürlich benutze ich sie jetzt, weil ich sie halt habe. Ich finde, die gibt halt einen wirklich natürlichen Look. Also wer auf so unnatürliche Wimpern, so verklebte Ultra Black Wimpern steht, für den ist die Mascara, glaube ich, nichts, muss ich sagen. Aber ich finde sie eigentlich, ich trage sie mal in so zwei Schichten auf. Immer so jetzt die erste. Die zweite Wimpern, die zweiten Wimpern, die andere Seite halt. Und lasse so lange die andere trocknen. Und dann mache ich halt die andere wieder. Schlau, ne? Krass. Weshalb ich übrigens das Video heute drehen kann. Ich habe heute ausnahmsweise mal frei. Aber dafür muss ich halt, es ist heute auch Donnerstag übrigens, dafür muss ich halt das ganze Wochenende arbeiten. So ist das eben im Heim. Die haben natürlich keine Schließungszeiten wie im Kindergarten oder so. Da musst du halt auch am Wochenende arbeiten. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Ich arbeite mal von am Wochenende von 1 bis 8. Danach kannst du halt theoretisch noch was machen, aber meistens bist du halt natürlich total fertig. Und hast auch gar keine Lust, bist froh, wenn du zu Hause bist. Aber manchmal überkommt es dann einen doch und dann geht man doch noch weg, ne? Weil man ja auch mit seinen Freunden noch was machen will. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade laber. Interessiert euch das überhaupt? Hoffe ich einfach, weil ich mag zum Beispiel solche Videos total gerne. Deswegen dachte ich mir, mache ich das heute einfach mal selber. So ein Gequatsche-Video. Und deswegen existiert es, dieses Video, Freunde. Es existiert. Ein bisschen Highlight in die inneren Augenwinkel mache ich gerne, weil ich dann einfach wacher aussehe. Ich sehe nämlich von Natur irgendwie immer gefühlt total müde und fertig aus und spreche natürlich auch irgendwie immer so. Das tut mir auch leid, das liegt in meiner Natur, Freunde. Das heißt nicht, dass mir alles egal ist. Variiert halt auch irgendwie von Video zu Video, habe ich das Gefühl. Meine Art zu reden, weil manchmal ist man halt ein bisschen wacher und voller Energie. Oh. Manchmal ist es dann halt ein bisschen weniger. Ja, ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinem Make-up. Aber ich überlege nochmal kurz, ob ich noch irgendwas zu bequatschen habe. Das ist übrigens das fertige Ergebnis. So sieht das aus. Habt ihr auch vom Anfang schon gesehen. Ich würde sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder was weiß ich habt, zur Ausbildung, zur Musik, zu was weiß ich kann das nicht riechen, dann würde ich euch bitten, mir einfach hier in den Kommentaren oder bei Snapchat, da heiße ich Maddie the Shit, oder bei Instagram oder so, mal zu schreiben. Und dann am besten unter diesem Video, dann kann ich das direkt zuordnen. Und dann würde ich halt einfach mal diese Fragen beantworten, Friends. Wenn ihr öfter mal so ein Video sehen wollt, wo ich einfach ein bisschen von mir aus rede und euch ein bisschen was erzähle, mich vielleicht dabei schminke und ihr euch dabei auch schminken könnt oder was auch immer, oder verschiedene Themen habt, dann sagt es mir. Gebt meinen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt meinen Daumen runter, wenn ihr es mega scheiße fandet. Und falls ihr gerne weiterhin Videos von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, das ist umsonst, könnt ihr da unten. Und ansonsten bleibt, wie ihr seid, und macht, was ihr machen müsst. Und bis dahin, auf Wiedersehen.